Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen. Es ist Montag, der 23. Januar. Herzlich willkommen in einer neuen Streaming-Woche. Heute haben wir eine True-Crime-Doku über einen mörderischen Arzt in petto. Außerdem gibt es den feinsten High-Trash für Fans von Sharknado und Co. Und wir fangen an mit einer neuen Politkomödie auf Netflix. Mit unserem ersten Tipp geht's ins benachbarte Frankreich. In der Serie Der Wahlkämpfer geht es um den Pädagogen Stéphane Blé. Blé wird plötzlich zum viralen Hit, als er dem konservativen Präsidentschaftskandidaten von Frankreich die Stirn bietet. Seine plötzliche Beliebtheit und der Drang, etwas zu verändern, bringen Blé dazu, selbst als neuer Präsident zu kandidieren. Doch ist Frankreich bereit für seinen ersten schwarzen Präsidenten? Ich bin Stéphane Blé. Ich kandidiere für das Amt des Präsidenten. Wir machen dich zum ersten schwarzen Präsidenten der Französischen Republik. En bougamouin, mashallah. Du wirst niemals Präsident. Wir sind hier in Frankreich, nicht in den USA. Ich bin einfach nur ein ganz normaler Mensch. Nicht so normal, wie der Präsident sonst ist. Normal heißt, ich weiß, was die Leute wollen. Dann hat meine Wähler ab schon 8%. Ich bin nicht hier, um zu lügen oder um große Versprechen zu machen. Aber ich verspreche, alles zu versuchen. Die Serie versucht unter anderem, die soziale Ungleichheit, die in Frankreich herrscht, mit Humor auf die Schippe zu nehmen. Alle 6 Folgen von Der Wahlkämpfer gibt es jetzt auf Netflix. ÄrztInnen sind ja eigentlich Personen, denen man blind vertrauen sollte. Was aber, wenn ein Chirurg sich fahrlässig verhält oder seinen PatientInnen im schlimmsten Fall sogar bewusst Schaden zufügt? Die Doku Dr. Death – The Undoctored Story zeigt den Fall des ehemaligen Arztes Christopher Dunsch. Dunsch hatte um 2017 rum mehrere seiner Patienten durch Eingriffe verletzt bzw. getötet. Sogar sein damals bester Freund wurde durch einen Behandlungsfehler des Neurochirurgen querschnittsgelähmt. Christopher Dunsch operated on 38 patients. Of those 38, 33 ended up injured and 2 died. He put a screw through a nerve. It looked like a bomb had gone off in my back. He introduced himself as God's gift to spine surgery. The guy couldn't operate. He was terrible. He started gnawing away at the human spine. It was like a horror movie. At least 5 surgeons had called the Texas Medical Board. In 4 Folgen versucht die von NBC produzierte Doku-Serie, die Taten von Christopher Dunsch aufzuarbeiten. Neben ErmittlerInnen kommen auch ehemalige KollegInnen und die Opfer zu Wort. Alle Folgen von Dr. Death – The Undoctored Story gibt es jetzt bei Wow. Wenn es um Hai-Filme geht, gibt es eigentlich nur 2 Arten. Entweder ein ernsthafter Blockbuster wie Der weiße Hai oder Edeltrash wie Sharknado. Der Hai-Film The Reef Stalked sitzt irgendwo in der Mitte. Die Story dreht sich um die Schwestern Nick und Annie, die nach einem tragischen Verlust Urlaub mit ihren Freundinnen machen, um den Kopf frei zu bekommen. Auf einer Kajaktour wird die Gruppe von einem Hai angegriffen und muss ums Überleben kämpfen. Das Ding stalkt uns. Ihr müsst zur Insel, okay? Wir müssen ihr helfen. Auf der nächsten Insel, da gibt es Internet und Menschen. Okay, was ist mit Booten? Auf die Insel wollen, wird es uns wieder angreifen. Es wird nicht aufhören. Schon im Trailer ist zu sehen, dass der Film zwar versucht, ähnliche Vibes wie Der weiße Hai zu erzeugen, bei Budget und Schauspiel werden aber eher Fans von Filmen wie Sharknado auf ihre Kosten kommen. The Reef Stalked gibt's jetzt bei Prime Video. Das waren unsere Tipps für heute. Hört auch gerne morgen wieder rein, dann gibt's nämlich wieder Frisches aus der Streaming-Welt. Was läuft heute, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, in unserer Detektor FM App und auch auf detektor.fm. Da gibt's auch immer die Links zu den vorgestellten Tipps. Christopher Jung hat die Empfehlungen für heute rausgesucht. Produziert wurde die Folge von Felix Wischniewski. Ich bin Anja Bolle, sage Tschüss und bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.